Guten Tag, liebe Leute, hier ist der Gusor. Er muss sich jetzt mal wieder richtig schön hinsetzen. Da muss er sein Mic hier richtig schön richten. Und dann greifen wir nochmal an. Ein Level 9er. Ah, das ist ja eine total scheiß Truppe zum Starten hier. Und dann auch gleich die Pfeile. Ja, okay, das ist easy. Da wird er jetzt garantiert feilen. Oh, ist er böse, Alter. Ist er hart böse? Sehr geil. Oh, hat er wegge. Ja. So ein Sack, Alter. Schäm dich, Junge, schäm dich. Ja, wäre natürlich gut, wenn ich ihm jetzt nochmal hier Magier reinpacke. Mach den Ritter platt. Ich warte, bis ich die Barbaren krieg. Jo, passt. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Jo, sehr gut. Aber das ist jetzt der Erste, der wirklich mal mit dem X-Bow kommt. Er baut ihn wirklich gleich nochmal. Er baut ihn echt gleich nochmal. Das gibt's nicht. Alter, hast du keine Freunde? Funktioniert nicht. Und gleich nochmal hier. Zack. Oh, tut mir leid. Kriegst keinen Free Run. Jetzt wieder X-Bow. Ah, hat sich wenigstens vorgearbeitet. Müsste auch passen. Ich mache jetzt hier nochmal. Ah, obwohl die Gefahr, dass er was anderes gespammt hätte, ist auch relativ groß gewesen. Aber es hat geklappt. Gut durchmarschiert. Jetzt, genau, jetzt. Er hat total verfehlt. Läuft auf jeden Fall bei mir. Und bei ihm noch viel härter. Ah, okay. Warten. Richtig warten. Und da können wir jetzt den X-Bow wieder killen. Aber wie gesagt, immer dasselbe. Wenn er sieht, dass ich mich gegen die Sachen erwehren konnte. Warum baut er dann nochmal so einen Scheiß? Ich sehe jemanden, der richtig down geht, Junge. Und guck mal, was ich an Elix habe. Ich kann nochmal bauen hier. Hier, Barbaren. Minions. Sehr nice. Musketiere nochmal, dass die auf jeden Fall was klar macht dann. Und jetzt würde ich sagen, lasst es uns angehen. Nochmal ein Riese rein. Sollte safe klappen hier. Gleich nochmal Barbaren hinten ran. Und wieder nochmal, ich meine, ich war jetzt kurz vorm Gewinn, einfach nochmal Elixier. Und dann hat das gepasst. Ich glaube, fast ein Poki-Höchststand. Und wir öffnen Kronentruhe. Richtig nice. 400. Oh, sehr geil. Elixiersammler. Das ist cool. Ein Fight müsste jetzt noch kommen und dann hätte ich, glaube ich, wieder meinen Höchststand, wenn ich jetzt hier 30 Pokis oder sowas mache. Und dann wäre es eventuell mal Zeit, vielleicht nochmal das Deck zu ändern. Ich würde natürlich auch gerne gleich einen Elixiersammler raushauen, aber ich habe ihn halt noch nicht. Ich warte mal mit Magier, jetzt kommt der erst, dass wenn er halt wirklich noch irgendwas wegsplasht, genau, dass ich halt nicht gleich mit dem Magier auch mit reinrenne. Ah, aber er hat die Walküre sehr gut gedroppt. Auf jeden Fall.
Musketieren muss jetzt sein. Oh, Kobold Barrel. Gechillt, Junge, gechillt. Passt. Konnte ich gut kompensieren bis jetzt. Das läuft. Ich bin im Voraus, aber elixiermäßig ist er definitiv im Voraus. Nicht, dass er denkt hier, er ist der Einzige. Oh, jetzt sogar mit dem Zweiten. Die kriege ich weggeballert hier und dann hier die Barbaren hin. Easy going. Einwandfrei. Gar kein Thema. Alle Barbaren noch da oder habe ich ein wenig? Ja, alle Barbaren noch da. Die sind jetzt. Nee, ich warte. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich nicht gedacht. Ich setze was zur Ablenkung. Aber der wird nicht mehr zurücklaufen. Oh, da habe ich jetzt 1000 definitiv weg. 1000 definitiv. Ja, der Tower ist weg. Der ist einfach mal weg. Scheiße. Ich hoffe, ich krieg. Ja, Valkyrie down. Jetzt kann der Kron-Tower wieder verteidigen. Und jetzt hau ich auch wieder rein. Ja, ihr seht's, er macht nämlich auch noch weiter mit den Elixiersammlern. Er sagt halt nicht, ja, egal. Ah, die Valkyrie, Alter, so hart. Ablenken. Nee, dahin. Ja, aber ich habe an den Tower wieder rangelassen. Ist total doof gewesen. Man darf die halt nicht an den Tower ranlassen, klar. Das ist eigene Blödheit. Ah, da bin ich jetzt mit dem Deck echt richtig überfordert gewesen. Das ist ganz klar so. Jetzt kommt wieder die. Ich habe total verkackt. Den habe ich wirklich definitiv zu Recht komplett verloren. Auf jeden Fall. Brauche ich auch nicht weiter probieren. Klar. Das Ding ist gegessen. Ja, das war's. Schade. Ja, der hat ein gutes Deck gespielt. Aber ich sag mal auch gegen das Riesenskelett kommt man eigentlich auch an, wenn man es clever anstellt. Aber das habe ich echt verkackt. Auch wieder ein relativ doofer Start. Von Karten her. Er setzt Magier. Passt. Ich droppe jetzt die Musketieren. Oh ja, das ist gut. Das zack, der Riese ist nicht zu sehr. Also klar, ist natürlich schon hart gestört, logisch. Also, beziehungsweise hat schon hart was abbekommen. Aber das passt noch. Ja, wäre nice, wenn. Ja, okay, da hat er jetzt. Aber der Ofen bringt ihm halt gar nichts. Der bringt halt null. Weil der bringt halt nur was, wenn du halt auch wirklich zusätzlich natürlich noch andere Truppen machst. Sonst bringt dir das null. Soll ich? Ach, kommt. Ich. Hat sie was? Nee, sie hat nichts abbekommen. Oh, richtig Luck gehabt. Richtig hart Luck gehabt. Ich bin im Voraus und hab'n Sammler. Riese. Zweiter Sammler. Und er macht gar nichts. Ich bin der Meinung, er hatte ja den Feuerball. Er könnte die Skelette verwenden. Ofen bringt ihm gar nichts. Ist eine total schlechte Kombo, meiner Meinung nach. Er hätte jetzt zum Beispiel, wie gesagt, mit Skeletten hätte er jetzt richtig was ruppen können. Aber da hat er verkackt. Feuerball, ja klar, war das Einzige, was er jetzt so gesehen hat als Rettung. Ich habe zusätzlich noch die Goblins, die ich nochmal extra einwandfrei passt. Und jetzt. Ah, nee. Ganz easy den Riese.
Und jetzt Musketieren. Barbaren vorgesetzt. Ah, okay, er hat auch eine. Oh, ja, okay. Da dachte er jetzt, er wäre der coole King. Aber hat es nicht gerissen. Auf keinen Fall. Also, das ist wirklich total falsch eingestellt. Die Truppen, die er verwendet, halt, sind total mies. Also, er kann nicht gegen meinen Riesen halt probieren, den Ofen zu setzen. Das ist halt, wird halt nichts. Mein Riese war jetzt auch Blödsinn, auf jeden Fall. Sehr gut. Lakaien, da brauche ich jetzt keine Pfeile mehr. Bäm, Junge. Bauen wir noch ein bisschen mit Barbaren auf. Wenn der Schweinreiter durchkommt. Auch wieder. Total, er hat total Elixier verballert. Der Schweinreiter ist nicht rangekommen. Keinerlei Chance. Keinerlei Chance gehabt und hat da einfach wirklich Elixier verballert ohne Ende. Geiles Ding. Läuft bei mir. Jetzt gucken wir uns das nochmal kurz an. Es ist relativ teuer. Es wäre cool, wenn ich halt vom Preis her noch weiter runterkommen würde. Ich könnte es mir vorstellen, die Lakaien rauszunehmen, wobei ich aber sagen muss, die Lakaien sind halt zum Beispiel bei einer Kanone. Oder zum Beispiel bei dem X-Bow oder bei einem Bomber richtig, richtig gut. Und da freue ich mich, dass ich die habe. Von daher finde ich das Deck echt gar nicht so kacke. Aber schauen wir mal, das werden wir im nächsten Video behandeln. Oder vielleicht lasse ich es auch erstmal so und probiere noch weiter, dass ich vielleicht wirklich so die 2000 erreiche. Mal schauen. Ihr haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.